Okay, Flohmarkt 21. Top-Deal zum Jahresende. Die längste Verhandlung aller Zeiten. Let's go! 21. Es hat tatsächlich dieses Jahr noch für 21 Videos gereicht. Ich habe ja erst angefangen im Sommer. Ihr habt vielleicht, wenn ihr alle meine Videos gesehen habt, habt ihr gesehen bei Video 1, wie das alles losging. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich überhaupt inzwischen ja jede Woche ein Video fast rausgehauen habe. Das hätte ich selber nicht gedacht und das wäre wahrscheinlich auch ohne Unterstützung und Support von einigen Leuten gar nicht möglich gewesen. Von daher ist es, glaube ich, mal an der Zeit, Danke zu sagen. Danke für alles, was irgendwie passiert ist in den letzten Monaten, für euren Support, für die Likes, für die Kommentare, für die Abos. Es sind über 600 Abonnenten mittlerweile und das bei nur 21 Videos. Also vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die die Videos geguckt haben und so weiter und so fort. Richtig geil. Ich freue mich. Vielen Dank. Das ist Hamburg City, ja unsere Liebe, die Stadt der Sünde, Rock'n'Roll und der Triebe. Wir alle brauchen dich, bis unser Tor zur Welt. Das ist Hamburg City, ich bleib hier, weil's mir gefällt. Komplett 70? Ja, alles komplett. Dankeschön. Ui. Dankeschön, Dankeschön. Kein CD drin, ey. Achso, so ein Controller und so ein Heft. Och nee. 3 Euro. 5 verdammt. 5 Euro machen wir. Nee, auch nicht. 4. 4 Euro. Oha. An diesem Wochenende war ich tatsächlich an beiden Tagen unterwegs, Samstag und Sonntag. Die Samstagsflohmärkte sind ja immer nicht so doll bei uns in Hamburg, aber hier und da kann man doch mal eine Kleinigkeit finden, so wie hier zum Beispiel. In dieser Kiste
waren ein paar Spiele tatsächlich zu finden und ich hätte mal im Endeffekt die anderen Anleitungen und vielleicht auch die Lehrhülle mitnehmen sollen. Ärgert mich tatsächlich ein bisschen, aber ich habe hier einmal zum Vervollständigen mitgenommen Harry Potter und der Stein der Weisen für die PS1, die Anleitung. Wie gesagt, die anderen Anleitungen hätte man auch irgendwann mal gebrauchen können. Yes. Und diesen PS2-Controller in Silber und der sieht richtig gut aus. Das konnte ich im Dunkeln gar nicht so erkennen. Aber da ist weder Dreck in den Kanten, noch ist da irgendwie was an Farbe großartig ab. Das Kabel sieht gut aus. Das Ding sieht echt geil aus noch. Und ihr habt es gehört, sie wollte erst 15 Euro haben. Das war mir tatsächlich zu viel für den Flohmarkt. Ich hatte ihr drei angeboten, was vielleicht auch ein bisschen wenig war. Aber wir haben uns am Ende auf 4 Euro geeinigt und das ist völlig in Ordnung. Ui! Oh, das sieht aber 60 richtig oder wie? mies Ja, gut, aus. selber. Na ja, das ist, also ich würde 60 geben, aber höchstens. Habe ich die nicht geschafft? Nee, das ist ja doch schon Spender. Ist ja eigentlich auch schon 60, ne? Alles klar, danke. Ja, und dann habe ich auf dem Flohmarkt noch einen Sammel- und Flohmarktkollegen getroffen. Also Aber dann würde 60 Euro für so ein ranziges Ding. Das ranziges Ding bezahlen. 60 Euronen. Ja, vielen, vielen Dank für fast 40 Zuschauer. Ich schätze mal, dass es sich so langsam aber sicher wieder nach oben korrigiert. Na, ja, jetzt über die Nacht hinweg ist ja klar. Aber ich glaube, so dann zur Reselling-Tour werden wir da einige mit am Start sein. Ich habe gesagt, dass es über die Nacht so, dass so abfallen wird. Na, safe. Okay, trotzdem aber vielen, vielen Dank, meine Lieben. Ich glaube, ein Großteil ist im Lurk. viele Grüße gehen raus an dich, wenn du das Video siehst. Er hat ein paar Spiele gefunden und hat mir dies hier überlassen. Quasi als Channel-Spende. Sehr geil. Kirby's Dream Land 2 in der französischen Version. Oha. Habe ich auch noch nicht. Und für Geschenk nehme ich das natürlich auch gerne mit. Also vielen, vielen Dank, Nico, dass du mir das mitgegeben hast. Und ich revanchiere mich auf jeden Fall, habe ich versprochen. Was soll der kosten nun? 100. Spiele dabei auch? Was ist das für eine Serie? Bitte? Also, Spanisch. Nee. Oder Mexikanisch. Spanisch. Hallo. Ne, aber wie heißt Aus Brasilien. die Serie? Sind ja nicht die Origins oder sowas. Was sind das für. Das ist nur für den brasilianischen Markt. Die gibt es nicht in den USA und Okay. in Europa. Da gibt es die ganze Serie. Das ist eine einmalige Auflage gewesen. Ist ja auch geil. Was kostet einer von denen? Die kostet ein Stück 18. Mixer. Na, Konsole brauche ich eigentlich nicht, aber ein paar Spiele sind immer ganz cool. Okay, sieht Also, da gar nicht aus. verkaufst du das einzeln auch? Ja. Spiele? Was würdest du da nehmen pro Spiel? 4 Euro. Was kostet sich hier? Ein Plattenspieler? 20. Also Nadel und Cartridge habe ich auch noch. Das habe ich nur abgemacht, damit es nicht kaputt geht. Ah, okay. Darfst du ja noch einen, ne? Komm mal so, für alle 6 zusammen. Fing. Und den hier? 11. Ist klar. Was wolltest du für die Konsole haben eigentlich? 30. 30, okay. Die wirst du noch los. Das denke ich auch. Nee, also eine Fototasche habe ich. 3, 4 Euro, also 6, 12, 18. Sag mal, 6, 12, warte mal. 6, 12, 18 oder aber auch 24 Euro. 18 bis 24 Euro, er sagt 10 für alle. Einfach 10. Das sind 1 Euro noch was. Hä? Aber richtig cool. Richtig schöner Schnapp gemacht. PlayStation 1 für 30 Euro.
Vielleicht hätte er da auch noch so krass verhandelt, weißt du, wenn du sagst so, okay, gut, du willst jetzt 11 Euro für das PlayStation 1 Bundle haben, was willst du für die PlayStation 1, machen wir 15 Euro noch zusätzlich, sind wir insgesamt bei 26, hätte er bestimmt auch gemacht, aber trotzdem richtig heftiger Schnapp, ich wundere, ich esse nebenbei, ne, aber ich schaffe nicht alles, ich schaffe tatsächlich nicht alles. Mal sehen. Hast du das klein? Das wäre mega. Ja, na klar. Passt. Hast du vergessen, den noch gehen. Kleiner oder? Nee, das ist super. Sonst gebe ich dir 2 Fünfer dafür. Nee, das passt. Ja? Ja. Noch andere Spiele oder sowas? Nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Cool. Danke dir. Ja, am Sonntag war wieder der Flohmarkt auf St. Pauli in einem Parkdeck. Der ist relativ groß, würde ich mal sagen. Zum Glück überdacht. Und es war aber wieder ein bisschen schleppend mit dem Aufbau irgendwie. Also ich war ich glaube, 6:30 da und es wurde noch bis 8:30 aufgebaut. Also es kamen immer wieder Leute und immer wieder konnte man an neuen Ständen neue Sachen entdecken. Und so unter anderem nach 2 Stunden erst, habe ich dann an diesem Stand einmal dieses Cheat-Modul für die PS1 gefunden. Diesen Exploder. Und was noch in der Kiste war, und lag erst hinterm Stand, da habe ich einen PS1-Controller gesehen und habe gefragt, ob ich da mal reingucken kann. Ein paar Spiele für die PS1, und zwar Tekken 3. Leider nicht komplett, da fehlt das Frontcover und es ist hier und da auf der CD, auf dem Backcover und auf der Anleitung der Name leider drauf geschrieben mit rotem Edding. Weiß nicht, ob man das noch wegkriegt. Dann geht's weiter mit Forsaken. Das Spiel ist komplett. Die CDs müssen alle unbedingt poliert werden, aber ansonsten sehen die noch okay aus. Also hier die Hülle hat auch ein paar Risse. Dagegen im Top-Zustand Asterix für die PS1. Auch komplett. Das sieht noch richtig gut aus. Dann haben wir Aeronauts für die PS1. Mhm, auch komplett. Auch im guten Zustand. Dann leider auch mit kaputter Hülle Centipede für die PS1 natürlich, auch komplett. Und ein absolutes Highlight, was ich überhaupt nicht registriert habe an dem Tag, Gun Gage. Und das ist absolut kein günstiger Titel, blende ich euch ja mal ein. Und das Spiel ist auch komplett mit Anleitung in einem richtig guten Zustand zum Glück. Geil. Und für die 6 Spiele plus das Cheat-Modul habe ich bezahlt 11 Euro. Die sind auch noch ein paar drin. Ja, weil hier ist alles andere. Also ein alter Gameboy hast du nicht mehr. Also nein. Advanced. Aber das ist ja sozusagen die allererste, ne? Ja, genau. Es gibt noch Gameboy-Spiel habe ich noch. Aber ich habe den Gameboy nicht mehr. Ich bin ziemlich, ja klar. OVP, sollte. Oder? Nee, das sollte sein. Hier. Das ist das? Ja, genau. Ja, guck mal. Was soll das kosten? Das da? Ja. Das wollte ich eigentlich vorher alles scannen. Zu spät. So, ich habe nochmal extra Panzerfolie. Na, genau, also ich habe die in den USA gekauft, deswegen hat sie ein US-Netzteil, aber ich habe dann so ein deutsches dazu gekauft und dann sind halt hier alle möglichen. Was habe ich denn hier? Ernsthaft? Skifahren auf. Mini-DV, Alter. Oh, geil. Genau, dafür? Ja. Ich muss einmal kurz gucken, damit wir uns auf irgendwas einigen können. Das sind jetzt so meine Highlights. Oder ich verordne euch eine Rückkehr nach einer halben Stunde. Herr Jammer. Na, sonst gucken wir eben nach. Was ist er hier? Der da? Ja. Warte. A few moments later. Genau, also das sind. Na, und ich habe ja vor allen Dingen. Also geil ist ja dieser. Hast du den R4-Chip? Ja, der ist. Massive Spiele drauf, ne? Ja. Ja, da sind auch richtig viele Spiele drauf. Ja. Aber hast das du ist jetzt sonst, wahrscheinlich auch keinen Preis dafür, ne, oder? Nee, ich würde gerade Folgendes machen. Also wir gucken uns das einfach gerade. Also ich würde die mal kurz in mein Gebet gehen. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Ins Gebet. What the fuck? Ins Gebet. Digga, der will doch nur bei eBay gucken. Hat er doch vorhin am Anfang schon zugegeben. Das bringt ja gar nichts so. Oder? Hours later. Na, Jungs.
Ja? Die Kamera. Vielleicht funktioniert, vielleicht nicht. Doch, ich wäre mir ziemlich sicher, dass die funktioniert. Ich muss nur mal gucken mit der Kamera, ob die hinten. Eine Sekunde. Jetzt bin ich auch so weit. Das ist Anleitung drin. Ja, es dürfte alles drin sein. Ich glaube, da war alles drin, ja. Ich war eigentlich sehr ausführlich. Wo ist denn die Batterie? Nee, die ist jetzt gerade im Verkauf für die Jungs. Die ist hier hinten? Okay, ja. Kein Problem. Sonst 3000 Euro. Ja. Also ich habe mir Gedanken gemacht. Vielleicht. Halt die Jungs hier. Es ist ein Schnapper. Also. Total, ja. Also diese hier ist diese ganz seltene Presse. Braucht ihr einen Funktionscheck überhaupt? Erstmal brauchen wir einen Preis. Okay. Also. Dafür und dafür. Also, ist da noch drin, was da drin war? Ich hoffe. Hast du es ja beiseite gelegt, ne? Ja klar, ich habe nur das Spiel rausgenommen, damit ich richtig Ärger zu Hause. Ja, ist drin. Aber nee, okay. Hast du nur? Sag doch mal einen Preis. So stehen wir hier noch eine halbe Stunde. Oh, Mann, Brötchen werden kalt. Ja, ich weiß, mein Brot ist schon kalt. Um den Stand aufzubauen. Webcio 1984 hat Prime gegönnt. Webcio. Webcio, vielen, vielen Dank für deinen Prime im sechsten Monat. Ehre geht auf jeden Fall raus. Herzlich willkommen, guten Morgen. Mir geht es noch gut. Wir haben noch 12 Stunden und 16 Minuten zu streamen. Oh. Gerade Werbung für Star Wars Unlimited TCG bekommen, konnte man das schon im Großhandel ordern. Ich habe das vor einem halben Jahr schon geordert. 303 Schatten. Also da natürlich wieder kein Flex, aber das sind Facts. Ja, ich habe das von einem... Oh, wenn ich da auch wieder eine gute Zuteilung bekomme, dann muss ich auch wieder von Brot und Wasser leben, einen kompletten Monat lang. Das scheppert dann wieder ordentlich. Ja, also ich habe Deutsch und Englisch vorbestellt. Die ganzen Displays, habe auch Starter-Sets und sowas. Vielleicht werden wir da etwas sehen wie... Gegebenenfalls Disney Lorcana, dass es einen Hype auf dieses TCG gibt. Und dann kannst du dann dementsprechend anfangs schon mal... so ein bisschen Geld verdienen. Wabtio, vielen, vielen Dank nochmal für 6 Monate. Ehre geht raus, hat man hier alle Ehre. Alle, die noch 14, hauen Ehre in den Chat. Ansonsten alle anderen im Lurk. Boah. Genau, das ist der hier. Boah, aber das ist ja völlig nervig, wenn da keinen Preis rausrückt, ne? Also wir sind ja hier immer noch. Und das Video geht noch 6 Minuten oder halt 8 Minuten. Bin mal gespannt, ne? Aber ich muss so langsam, aber sicher, muss ich noch mal kurz ums Eck, ohne Mist. 2000 years later. Also ich brauch so tatsächlich nur das hier. Ja, ich brauche auch nur das. Alles gar nicht. Nur das. Ja, nee, ich bin raus. Ist das für dich noch? Nee, das brauche ich absolut nicht. Wie gesagt, nur das hier. Nur das, nur das eine Spiel. Für das eine Spiel? Wenn du mir einen Zweier gibst, bin ich happy. Gut. Das siehst du, das hätten wir schon vor einer halben Stunde haben können. Ich würde dir 20 dafür geben. Ja, Leute, ich weiß nicht, was das war. Das war absolut die längste Verhandlung, die ich wegen irgendeiner Sache überhaupt mal auf dem Flohmarkt geführt habe. Es ist natürlich in Ordnung, wenn der Kollege da einmal noch gucken möchte, was seine Sachen wert sind, was ich vielleicht vorher machen würde, wenn ich zum Flohmarkt fahre. Richtig. Aber wir haben ihm schon eine halbe Stunde Zeit gelassen, sind dann wieder zu dem Stand. Dann war doch wieder ein Kollege da. Wir hatten gesagt, leg uns mal bitte die 2 Sachen beiseite, den Nintendo DS. Den hatte der Nico sich auch beiseite gelegen lassen. Für mich war nur dieses eine Spiel interessant. Nach einer halben Stunde war er sich immer noch nicht einig. Dann war noch eine andere Person da, die Interesse hatte, obwohl wir gesagt haben, wir würden das nehmen und leg es mal bitte beiseite. Also die Preisfindung war sehr, sehr schwierig anscheinend für ihn. Wir hätten auch zusammen bei eBay nachgucken können oder was auch immer. Also ich habe da Verständnis für, dass man seine Sachen nicht verschenken möchte. Das möchte ja auch keiner natürlich. Aber man hätte sich schon mal einen Preis ausdenken können, finde ich. Und am Ende kam dieses Spiel bei rum. Namco Museum für ein Game Boy Advance und die Verpackung sieht noch richtig geil aus. Da ist gar nichts. Hä, und da will der 2 Euro? Der hat jetzt so lange überlegt für 2 Euro? Komisch, ne? Ich hätte auch gern Frühstück. Ja, Frau Fasser macht, bevor sie los muss, mir noch echt hier was zu essen. Ne? Richtig geil. Richtig, richtig geil. Fasser einfach Maschine. Naja, also eigentlich
eigentlich nett, weil ich kriege halt immer meinen Newsletter und dann habe ich mir halt auch schon mal so gedacht, so hey, Star Wars Unlimited, habe ich ja auch schon mal so ein bisschen was auf Spielwarenmessen gehört und da wird es bestimmt auch wieder einen kleinen Hype drauf geben. Und da habe ich halt dementsprechend bestellt, ne, beim Großhandel. Aber wie gesagt, wenn ich die ganze Zuteilung bekomme, dann ist echt Abfahrt, wirklich. Also, da muss man echt auch aufpassen, Freunde, ne. Übertreibt nicht so krass, sodass ihr dann gegebenenfalls, wenn mal irgendwann so eine Vorbestellung durchgeht, dass man da überhaupt noch den Überblick hat. Es ist alles irgendwie so gestaltet, auch mit der Kreditkarte, dass du irgendwie gefühlt überhaupt gar keinen, so immer so im Alltag den Überblick verlierst, ne. Das darf man nicht. Schön App runterladen, immer abchecken, nur in seinen Verhältnissen leben, nicht darüber, außer vielleicht ab und an bei einem geilen Deal, da kann man das auch schon mal riskieren, aber sonst würde ich das niemals irgendwie so krass ausreizen, dass ich dann halt richtig heftig ins Dispo rutsch. Ich habe sogar gar kein Dispo, glaube ich, bei meinen Konten. Okay, wir gucken mal weiter. Ist dran. Ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen. Du könntest dich daran gewöhnen, mich hier so früh live zu sehen. Das ist natürlich nur eine Ausnahme, ne? Völlig verständlich. Nur eine Ausnahme. Das Spiel ist komplett. Die Anleitung ist dabei. Ein Beipackzettel ist dabei. Und das Modul sogar noch in der Plastikfolie. Und am Ende haute er einen Preis raus von 2 Euro. Echt nichts, ne? Ja. Ich hab schon geguckt. Genau, leg die mal schön dahin, das ist super. Also, haben wir das von jeder Farbe eine. Ja, haben wir dann. Dann können wir schon so ein Weihnachtspaket machen. Buch, Schokolade und. Was kosten die Spiele? Wir sind gerade. Sagen wir 80er für alle. 100 geht nicht. Mütze, Popcorn und Schokolade. 90? Kommst du mir einen Zehner entgegen bei 90? Ja, schon. Wunderbar. Ich gucke jetzt gerade, wenn der Kollege hier gleich. Ich bin ziemlich sicher, dass das Ding in den nächsten 5 Minuten vorher auch weg ist. Ich habe wieder Glück, kaufst du es aber hier. Mit allen Spielen, oder? Gebe ich dir sofort. Richtig billig. Oder gib dir hierfür einfach mal einen Zehner jetzt, oder? Erstmal einen Zehner extra. Was hätte ich nehmen sollen? 100 ist schon gut, aber für den Gameboy, ja. 70, 80 kriegst du da schon für. Für was? Für den Gameboy. Gut für den Gameboy? Ja, wenn du Glück hast, ja. Flohmarkt ist immer noch mal was anderes, schön. Ne? Ah, der war ganz schön. Ja, naja. Ja, dann geht's weiter mit diesem, ich sag mal, kuriosem Stand. Wir hatten am Anfang nicht erwartet, dass da irgendwas mit Videospielen auf dem Tisch landen würde. Denn es ging hauptsächlich um irgendwie Bücher und Trikots und so weiter von einem Fußballverein, bin ich der Meinung. Der Herr war Handballer, was er uns nachher erzählte. Und plötzlich standen 2-3 Leute an diesem Stand und ich sehe nur so ein bisschen durch die Lücke durch, was ihr vielleicht erahnen konntet, ein paar Gameboy-Spiele und jemand, der einen alten Gameboy in der Hand hatte, den Gameboy Classic. Der hatte sich den natürlich schon so ein bisschen reserviert. Die Spiele lagen aber noch alle frei auf dem Tisch. Und er überlegte anscheinend irgendwie, ob er den Gameboy nun mitnimmt oder nicht. Ich habe so ein bisschen durch die beiden durchgucken können, die da standen. Also ich wollte auch nicht rumdrängeln. Ich habe einmal gefragt, ob ich da einmal ran könnte. Habe mir ein Spiel dann einmal genommen, weil ich das erkannt habe und noch nicht hatte. Die Verhandlung ging dann irgendwie über ein paar Minuten, ob er den Gameboy jetzt nimmt oder nicht, mit den ganzen anderen Spielen für insgesamt 100 Euro. Da war noch ein bisschen Verhandlung noch im Raum.
Okay. Da standen in der Zeit dann schon noch irgendwie 3, 4, 5 andere, ich natürlich auch, drumherum und hätten auch Interesse gehabt. Also für einen Hunderter hätte ich, glaube ich, diesen Gameboy mit den ganzen Spielen auch mitgenommen. Er hat dann alles schnell eingepackt, zog sofort. Waren eigentlich echt extremst viele Videospiele, ne? Oder halt schon ziemlich viele Module. Oder was heißt extremst viel jetzt nicht, aber... Oh nein. Ich war schon gerade eben nochmal oben, weil du geschrieben hast. Okay. Dann viel Spaß. Von dann mit seinem Gameboy, mit seinem Fund, was natürlich irgendwo verständlich ist. Ja, zwei Leute hatten irgendwie dann noch Spiele in der Hand. Ich tatsächlich auch, muss ich ja zugeben. Denn ich habe mir einmal dieses Spiel herausgezogen. Bubble Ghost für den Gameboy. Es ist ein bisschen vergilbt, aber fehlt mir noch in der Sammlung. Ist auch gar nicht so ein günstiger Titel. Und nachdem der andere Kollege da seinen Gameboy für 100 Euro bezahlt hat, habe ich gesagt, komm, hier hast du noch einen 10er extra. Hast noch ein bisschen was dran verdient. Ja, das Spiel mitgenommen für 10 Euro. Okay. Und das war's leider mit den Flohmarktaufnahmen für dieses Jahr. Denn nächste Woche ist Heiligabend und den Sonntag drauf ist Silvester. Da werden keine Flohmärkte in Hamburg stattfinden, wahrscheinlich auch sonst nirgendwo. Und damit würde ich sagen, kommen wir noch einmal zum letzten Mal zum... Der Kleinanzeigen-Deal der Woche. Und zwar hat mich eine Nachricht erreicht über einen eigentlich gelöschten Chat von Kleinanzeigen. Und zwar hat mir die nette Dame geschrieben, die neulich das Prince of Persia in der OVP zu verkaufen hatte für den Super Nintendo. Es wäre noch ein Spiel aufgetaucht. Ich sage, ja, schicken Sie mir gerne mal, oder du, schick mir gerne mal Fotos und eine Preisvorstellung. Ach, und dann kam dieses hierbei raus. Super Mario World 2 Yoshi's Island für Super Nintendo in der OVP mit einem riesen Aufkleber vorne dran. Sie fragte dann erst nach 55 Euro. Sag ja, mit dem Aufkleber habe ich ein bisschen Arbeit wahrscheinlich, ob sie am Preis noch was machen könnte. Am Ende haben wir uns auf 45 Euro geeinigt, was ich denke, ist ein sehr guter Preis. Die Anleitung ist dabei, der Beipackzettel ist dabei. Das Modul sieht richtig top aus. Pub-Inlay natürlich auch dabei. Ja, das ganze Spiel für 45 Euro. Ich würde sagen, das war kein schlechter Deal. Ja, und dann würde ich auch noch sagen, ich verabschiede mich für dieses Jahr. Wie gesagt, es sind Weihnachten und Neujahr vor der Tür. Da werden keine Flohmärkte stattfinden. Und von daher sage ich nochmal ganz lieben Dank fürs Zusehen, fürs Abonnieren, fürs Liken und so weiter. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich bin gespannt, wann es mit Flohmärkten wieder losgeht. Ihr werdet auf jeden Fall irgendwas von mir sehen. Und bis dahin in Hamburg sagt man guten Rutsch. Okay, sehr cool. Ich würde sagen, wir abonnieren ihn auch mal. Wir gucken ja trotzdem auch nices Video. Und dann hier auch wieder den da hier, zack, zap, zap, zap. Und dann gucke ich gleich einmal in den Chat, Freunde. Wir müssen nämlich jetzt noch den Kopf zusammenbauen.